So, nochmal ein ganz kurzes, schnelles Update zu Gaia. Gerade Nachuntersuchung gehabt. Die Blutwerte sind leider Gottes immer noch nicht besser. Sogar in Teilen schlechter. Die weißen Blutkörperchen, also Entzündungswerte, sind gestiegen. Die roten Blutkörperchen sind leider nicht so stark gestiegen, wie man erwarten würde. Insgesamt ist irgendwas in dem Hund los und man weiß nicht warum. Es kann immer noch mit der heftigen OP zusammenhängen. Es kann immer noch an der Bluttransfusion liegen. Das Ätzende ist, dass wir jetzt nicht sagen können, wie es sich entwickelt. Das heißt, ich warte jetzt wieder bis Montag, dann machen wir ein erneutes Blutbild. Wenn das dann nicht besser geworden ist, dann muss nochmal ein Ultraschall gemacht werden, muss nochmal geguckt werden, ob irgendwo vielleicht doch noch eine Blutung ist. Und wenn da keine Blutung ist, dann fangen wir an, einfach nur noch die Nadel im Heuhaufen zu suchen mit Differentialdiagnosen, um zu gucken, ob es eine Autoimmunerkrankung ist oder ob ein Tumor irgendwo ist, den man nicht gefunden hat oder. Ist einfach nur frustrierend. Einfach nur frustrierend, ey.